Werde ich nie mehr was dazulernen, Fisch. Fisch. Der ist so sauer. Herzlich willkommen, liebe Spartan Fishing Freunde. Heute sind wir wieder an der Wale unterwegs. Wir gehen auf Zander. Wir haben einen normalen Wasserstand endlich und Trübung ist auch gut. Das nützt man natürlich aus. Ende Oktober sowieso ein geiler Monat. Ja, da müssen wir ans Wasser raus, wir Raubfischangler. Und das machen wir natürlich, gell? Also nicht viel quatschen, lasst uns ans Wasser gehen. Bis gleich. Nichts Großes. Oder? Oh. Ein bisschen besser sein. Oh ja. Yes! Woo! Geht doch. Schön. Tock hat's gemacht. Tock, tock, tock. Ist lang gedauert. Also aber mittags um 1 haben wir jetzt. Gerade auf die Uhr geguckt. Und schön. Schön, schön, schön. Der ist so sauer. Yes. Wenn jetzt ein Wasserstand wieder gestiegen, ist, ja, und wir haben eigentlich wieder einen Normalbereich, dann ist es jetzt so, dass nicht nur die äußersten Köpfe Fisch bringen. Ihr könnt ruhig auch mal mittig von der Buhne anfangen, die ersten Würfe zu setzen auf einer Tiefe von 2-2,5 Meter. Weil ihr müsst überlegen, wo es beim Niedrigwasser jetzt nur einen Meter hatte, wo ihr vielleicht eine relativ kurze Absinkphase hattet, ja, ist es jetzt wieder so, dass natürlich die Bereiche jetzt wieder heiß werden. Vor allem morgens. Ja, also wenn das Licht und die Sonne noch nicht so weit oben stehen, sind die Zander meistens wieder ein bisschen flach. Wenn man jetzt so wie gewohnt beim Niedrigwasser gleich wieder auf die äußersten
Buhnenköpfe geht, dann kann es sein, dass man in der ersten Stunde, zwei Stunden am Fisch vorbeiangelt. Weil die Zander wandern mit dem Licht, ja, und mit der Tageszeit wandern die ins Tiefere rein. Also, wenn ihr morgens dann dicht am Fisch stehen wollt, dann müsst ihr nicht gleich vorne anfangen, sondern erstmal mittig von den Buhnen. Ja? Und dann immer die Kehrströmung beobachten und versuchen, mit der Strömung zu angeln oder gegen die Strömung. Wenn ihr mit der Strömung auf euch zuangelt, dann ist die Absinkphase zu schnell, bei 2 Meter. Versteht ihr, was ich meine? Ihr braucht dann den Wasserdruck auf den Köder, damit die Absinkphase länger geht. Wenn ihr keinen Druck auf dem Köder habt, dann könnt ihr diese flachen Stellen auch nicht befischen. Was ihr auch natürlich dann machen könnt, erstmal hier bei den flachen Stellen mit 10 Gramm angeln. Dann habt ihr auch wieder eine halbe Sekunde länger, wie jetzt gleich mit 14 oder 16 Gramm angeln. Aber wenn ihr wirklich da direkt am Fisch stehen wollt, ist jetzt die Zeit wieder, wo ihr eure Taktik ändern müsst. Das bedeutet wirklich gucken, Navionics, Tiefenkarten gucken und gucken, wie die Tiefenlinien in die Buhne reingehen. Und jetzt ist ein Normalwasserstand, wo man eben von diesen Tiefenlinien auch wieder ausgehen kann. Und wenn wir dann eine Tiefenlinie innerhalb von der Buhne von 3 Meter haben, das ist schon gut. Ja? Also das auf alle Fälle mal in dem Bereich abfischen. Was ihr dann auch machen könnt, ist, ihr geht einfach hin und fischt von oben in die Buhne rein. Also nicht in die Richtung Hauptströmung, sondern in Richtung Buhneninnenseite. Und dann ist es so, dass ihr im Endeffekt rausfischt. Also eigentlich ähnlich wie bei einem Boot, was vor der Buhne steht, die fischen ja auch runter und nicht hoch. Wenn ich jetzt aber auf dem äußersten Buhnenkopf stehe oder ganz außen auf dem Buhnenkopf stehe und dann reinwärts angel, tue ich nichts anderes machen. Also im Endeffekt mache ich dann die gleiche Methode wie die vom Boot. Und bei dem Wasserstand kann man das natürlich jetzt wieder machen. Und oft ist es dann so, dass bei der Kante, wo es dann runtergeht, weil sie es eben durch die Kehrströmung dementsprechend ausgeschwemmt hat, da dann Fisch steht. Und um die Kante zu finden, das könnt ihr immer an der Absinkphase festmachen. Also ihr habt immer eine Absinkphase, wenn es jetzt normal ist. Ja, habt ihr immer eine gleichmäßige Absinkphase. Und auf einen Schlag wird sie länger. Jungs, da seid ihr direkt auf der Kante jetzt. Ja, jetzt angelt ihr die Kante runter. Also ideal. Und oft ist es so, dass an diesem Abgang entlang der Kante Zander stehen. Und da kriegt ihr natürlich dann einen. Ja. Wenn ihr jetzt praktisch stur in den Hauptstrom reinwerfen würdet, würdet ihr diese Kante nicht mitnehmen. Ihr würdet immer nur im Endeffekt diese Tiefenlinien beangeln. Ja. Aber die Tiefenlinie, wo flacher ist, die beangelt ihr nicht. Das ist schon wichtig jetzt. Vor allem umso drüber das Wasser, umso flacher könnt ihr auch gehen. Also ich habe, haltet euch fest, ich habe schon Zander gehabt, wo es total dreckig war nach Starkregen und so und wirklich so braun, dass ihr den Köder ins Wasser gehalten habt, ja, und ihn nicht mehr gesehen habt. Also 2-3 Zentimeter. Da habe ich Zander gefangen, direkt vor der Füße, wo ich beim Anschlag der Zander schon oben war. Ja? Also dann ist der Zander vielleicht auf 30, 40 Zentimeter Tiefe gestanden. Das ist unglaublich, weil er da noch was gesehen hat. Ja? Weil kein Licht mehr unten ankam. Deswegen ist es immer wichtig, das miteinander abzustimmen. Also wenn ihr die und die Gewässertrübung habt, dann könnt ihr auch viel flacher angeln. Und dann ist es auch so, dass die Beißzeiten, ihr könnt den ganzen Tag Zander fangen. Die Beißzeiten, die verschieben sich da nicht, die setzen halt mal aus, dann haben sie wieder Kohldampf, dann fressen sie wieder und dann setzen sie wieder aus. Aber ihr habt eigentlich die Chance, den ganzen Tag über Zander zu fangen. Also da gibt es jetzt keine heiße Phase wie morgens um 8 bis 10, da läuft es am besten und dann geht gar nichts mehr. An so einem Fluss wie der Rhein ist der ganze Tag es möglich, Zander zu fangen. Wenn ihr jetzt natürlich an einem sehr, sehr klaren Gewässer seid, wo ihr mindestens eine Tiefensicht habt von 2 Meter oder so, dann empfiehlt sich wieder die Tageszeiten früh morgens und spät abends. Weil einfach sie da dann aktiver sind und bei so einer starken Lichteinstrahlung sie dann eher passiv irgendwo sich in den Schatten reinstellen. Da kann man es dann immer mal versuchen an so überhängenden Bäumen oder irgendwas.
ja, oder Stege oder irgendwas. Also alles, was einen Schatten wirft, da hocken sie sich dann gern rein. Da kriegt man dann vielleicht noch einen. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass dann tagsüber die Zander zu passiv sind. Also deswegen sage ich ja, also eine Grundregel, wenn ja jemand mal gefragt hat wegen der Uhrzeit, das gibt's nicht. Ihr müsst eure Uhrzeiten immer im Gewässer anpassen. Gewässertrübung, Fischbestand, ja, Tiefe vom Gewässer, auch eine ganz wichtige Geschichte. Wenn ihr natürlich ein flaches Gewässer habt, wo klar ist und keine Struktur hat, da wird es schon schwer. Ja, also da ist es dann wahrscheinlich so, dass ihr sogar nachts bobbeln müsst, ja, um überhaupt an Zander ranzukommen. Weil dann sind die so passiv, stellen sich da irgendwo rein und bewegen sich keinen Zentimeter. Also dann müsst ihr da praktisch den Köder ultra genau am Zander vorbeiziehen, damit der den schnappt und einzieht. Weil der kommt da nicht raus aus seinem Versteck. Das könnt ihr vergessen. Erst wenn die Sonne wieder runtergeht und alles flacher wird von der Sonne her, von der Einstrahlung her, dann bewegen sie sich wieder raus und dann haben sie auch wieder Bock. Eben der Zander eben das Problem hat mit diesen Pupillen. Er kann diese Pupillen halt nicht zusammenziehen und er hat zu viel Lichteinstrahlung dann. Ja, ich denke mal, das ist wie bei uns, wenn wir voll in die Sonne reingucken, das halten wir nicht lange aus. Und ich denke, im Zander geht es da ähnlich. Und er versucht dann halt natürlich seine Wohlfühlphase, also seinen Wohlfühlbereich aufzusuchen. So, und da steht er natürlich dann. Also ist es so, dass ihr dann tagsüber eigentlich seinen Wohlfühlbereich suchen müsst. Wo stehen sie tagsüber? Nachts werden sie dann wahrscheinlich ziehen. Ja, also das ist dann nicht so, dass ihr dann Standfische habt, sondern nachts sind die sowieso aktiver und ihr könnt ruhig aktiv dann auch am Gewässer sein und könnt auch aktiv angeln. Also nicht auf einem Platz sich stur im Endeffekt dann drauf konzentrieren, sondern wirklich Strecke machen. Strecke machen, Strecke machen, Strecke machen. Genau. Fisch. Yeah, yeah, yeah. Nächste! Yippie! Ja. Aber diesmal der kleine Bruder. Ja. Ah, der kommt jetzt gleich wieder rein. Yes. Tschüss! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Oh, wieder was Besseres! Ja! Ah, und der Köder draußen! Nicht schlecht, oder? Hinter. Ah, zack, zack, zack. Wieder so einer. Und wieder so ein kleiner Schniepel. Das ist natürlich auch wieder schnell ins Wasser. So. Auf zum nächsten. Wir machen jetzt mal eine Morpheus drauf.
klebe meine Köder immer fest, dass sie nicht nach hinten rutschen beim Einzug vom Zander. Und dann leiern die auch nicht so schnell aus, weil die natürlich fixiert sind. Ja. Also da bewegt sich der Köder halt viel weniger. Und tut sich auch schwer beim Verdrehen dann oder. Also braucht doch da keine Angst haben. Wie gesagt, durch den Härtungsprozess lösen sich da auch keine Geruchs- oder Bestandteile von dem Kleber. Ja, einfach mal kurz warten, eine Minute, bis er ausgehärtet ist. Und dann ist alles safe. Den könnt ihr auch ohne Probleme lösen, indem ihr dann einfach den vorne am Kopf packt, ja, und nach hinten zieht. Also nicht jetzt hier rumziehen oder so, sondern einfach ganz vorne am Kopf packen und runterziehen. Dann kriegt er den auch wieder lose, ohne dass er kaputt geht. So, dann schauen wir mal. Laufen tut er gut. Los geht's los. Ah, erster kleiner Anfasser. Zack. Also jetzt habe ich erster Wurf, jetzt den kleineren Köder reingemacht und hat einen kleinen Anfasser. Aber nur so ein Anstupser, sage ich immer dazu. Fisch. Yes! Nummer 4. Tada. Wieder so einer. All die Generation, die ist so wahnsinnig viel vertreten. Aber die werden auch mal groß. Okay. So. Und tschüss! Yes! Wenn ihr jetzt so eine Kante befischen wollt, geht einfach hin, wie gesagt, schmeißt gerade aus, Schnur immer straffen, damit ihr eine Gerade zum Köder habt. Das ist immer das, warum ich an der Schnur so ziehe. So, jetzt seht ihr schon, jetzt sind wir im Flachen. Und jetzt geht die Kante runter. Seht ihr an der Kurbelumdrehung, wie lang es jetzt auf einmal geht? Zack. Zack. So. Jetzt fische ich wie beim Boot runterwärts. Deswegen habe ich jetzt eine wesentlich längere Absinkphase. Bei der gleichen Strecke. Und dann merkt er, oh ja. Fisch so richtig schön an der Kante entlang. So, machen wir gerade nochmal. Also, nicht Richtung Hauptstrom, reinwärts. So, und nicht, also nicht in so einem Winkel, sondern so leicht schräg. Ja? So, Schnur straffen, Bügel zu, Grundspannung. Immer zwei Kurbelumdrehungen, Grundspannung. Und unten. 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 Jetzt komme ich die Kante. Habt ihr es gesehen? So. Richtig schön segelt er jetzt die Kanten runter. Wenn ihr solche Stellen habt, das ist ein Topspot. Da werdet ihr immer, irgendwann werdet ihr da einen Fisch bekommen. An solchen Stellen. Da seht ihr mal, was man an der Absinkphase ja auch noch alles erkennen kann. Es ist ja jetzt nicht nur die Köderkontrolle, sondern die Veränderung von der Struktur. Lassen sich mit der Methode halt auch
wirklich sehr, sehr gut erkennen. Also ein Ansitzangler, der hat niemals die Chance, so detailliert den Gewässeruntergrund und den Gewässergrund abzuklopfen und dann zu wissen, da ist es flach, da ist die Kante und da ist es tief. Das, ein guter Ansitzangler kann das schon aufgrund von der Länge, wie es absinkt. Ja. Aber durch das Abklopfen akribisch wissen wir natürlich Zentimeter genau, wo das ist. Ja. Wir müssen da nicht loten oder irgendwas, sondern wir machen das alles übers Gefühl und über die Route und über den Jig. Bei solchen Sachen immer im Kopf dabei sein, nicht irritieren und nicht denken, Scheiße, jetzt brauche ich wieder so ewig mit der Absinkphase oder so. Nein, es sind die Stellen, wo es sein muss und geduldig. Euer Köder kommt schon auf den Boden. Also das Schlimmste wäre dann, wenn ihr dann auf einmal anfangen würdet zu kurbeln. Wenn ihr zu ungeduldig seid, weil ihr Angst habt, der kommt nicht auf den Grund. Der braucht halt so lang. Zack. Immer an der gleichen Stelle. Da habe ich auch Zickbiss. Glück gehabt. Wie wichtig das ist, eine Alternative zu einem Köder zu haben, der stark Druck macht. Jetzt haben wir hier einen Köder, der wenig Druck macht und der hat funktioniert. Und vorher haben wir jetzt bestimmt über 10 Würfe gehabt und es war gar kein Fischkontakt. Und ich hatte jetzt bei 5 Würfen 3-mal einen Fischkontakt und jetzt beim 5., 6. Wurf war das jetzt, hat er drauf geknallt. Ja? Zack. Riesenunterschied. Nur mal so. Ja? Das heißt aber nicht, dass die anderen nicht funktionieren. Die anderen funktionieren auch, wartet's ab. Die Zeit kommt noch. Ja. So, liebe Spartan-Fishing-Freunde, wir hören jetzt hier auf. Ja, wir haben jetzt genügend Fischkontakte gehabt, 7, 8 Fischkontakte, 4 Stück haben wir bekommen. An der Größe können wir noch ein bisschen arbeiten, gell? Aber das macht mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nichts aus und hat Spaß gemacht und euch hoffentlich auch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach fragen. Ich gebe euch immer eine Antwort, das wisst ihr ja. Und geht ans Wasser, knallt einen raus und viel Spaß dabei. Gell? Kräftiges Ahu an Halle und bis zum nächsten Film. Macht's gut. Ciao.